Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Kollegen! Natürlich finden diese Haushaltsberatungen im Schatten von Corona statt. Ebenso natürlich ist es, dass der Staat in solchen Krisenzeiten besonders gefordert wird. Und keiner will hier den Brüning machen und den untauglichen Versuch unternehmen, sich in so einer dramatischen Krise herauszusparen. Aber es ist überhaupt nicht natürlich, dass ganz nebenbei die Grundsätze des Haushaltens scheinbar bei vielen über Bord gehen oder zu gehen drohen. Und wenn ich mir, vielen Dank, ansehe, was mindestens auf Ebene des Bundes passiert, so habe ich doch sehr das Gefühl, dass das Superwahljahr 2021 seine Schatten vorauswirft. Meine Damen und Herren, wir sind es unseren Kindern und Enkeln schuldig, gewissenhaft mit dem Geld heutiger und zukünftiger Steuerzahler umzugehen. Alles andere ist grob fahrlässig und somit schuldhaft. Und wir bilden uns ja sehr viel auf unsere soziale Marktwirtschaft ein. Marktwirtschaft ist das Substantiv, sozial das Adjektiv. Und in diesem grammatikalischen Zusammenhang steckt viel Wahrheit. Denn wenn die Marktwirtschaft nicht funktioniert, dann können Sie noch so viele Adjektive daran anflanschen und draufkleben. Es bleibt dabei. Es funktioniert nicht. Und da wir hier den Einzelplan des Wirtschaftsministers zu debattieren haben, dann lassen Sie uns noch einmal einen Blick auf die Arbeitsteilung in der sozialen Marktwirtschaft werfen. Sozialpolitik ist der Reparaturbetrieb, und Wirtschaftspolitik soll dafür sorgen, dass möglichst wenige überhaupt von dieser Möglichkeit Gebrauch machen müssen. Das soziale Rettungsnetz für die Gestrauchelten und diejenigen, die durch Krankheit, Unfall oder Behinderung nicht angemessen für sich selbst sorgen können, das stellt nun wirklich niemand infrage. Aber ich stelle infrage, ob Hessens Wirtschaftspolitik denn tatsächlich dafür sorgt, dass möglichst wenige Bürger auf die Hilfe des Staates angewiesen sind. Meine Damen und Herren, erfolgreiche Wirtschaftspolitik ist immer und überall Ordnungspolitik. Und das Ziel dieses Ordnungsrahmens muss die Steigerung der Produktivität sein. Denn sie ist die Quelle und die einzige Quelle unseres Wohlstandes. Und im Übrigen, Wohlstand durch Produktivität ist auch haargenau die Antwort. Wenn heutzutage Naturschutz, Ressourcenschonung und ein gerechterer sozialer Ausgleich gefordert werden. Lassen Sie uns konkret werden. Bürger und Unternehmen sind heutzutage von politischen Wendemanövern umzingelt. Die Energiewende kennen wir leider nur zu genau. Die Verkehrswende soll nach Kräften herbeisubventioniert werden. Und jetzt soll auch noch die Wärmewende den Gebäudebestand Deutschlands begrünen. Schauen wir aber auf die Effektivität dieser Maßnahmen. Denn Corona ist vieles, aber vor allen Dingen auch ein Weckruf, dass die fetten Jahre endgültig vorbei sind. Und Ausgabenkritik ist immer Aufgabenkritik. Das Stichwort ist schon genannt worden. Also lassen Sie uns doch einmal exemplarisch überprüfen, ob es wirklich sinnvolle Aufgaben des Landes sind, die diversen Wendehälse und Sackgassenbewohner zu subventionieren. Sackgasse Nummer 1, die Energiewende. Die Energiewende ist gescheitert, es hat bloß noch nicht jeder gemerkt. Wir haben die höchsten Strompreise auf der Welt, und je mehr kostenloser Strom im Netz ist, umso teurer wird es. Spätestens wenn Kernkraft- und Kohlekraftwerke vom Netz gehen, werden nicht nur die volkswirtschaftlichen Schäden, sondern auch noch tatsächliche Schäden durch die Stromausfälle hinzukommen. Der Blackout im Netz wird den Blackout der Politik sicher machen. Und dann, aber leider erst dann, wird der Energiewende der Stecker gezogen. Kein Land der Welt folgt Deutschland auf diesem Holzweg. Niemand steigt gleichzeitig aus Kohle und Kernkraft aus. Im Gegenteil, die Kernkraft steht vor einer Renaissance. Aber wir Deutschen sind ja wie immer viel schlauer als der Rest der Welt. Für den sogenannten Klimaschutz fordern wir seit Anbeginn eine Erfolgs- und Wirksamkeitskontrolle, damit nur noch die Projekte mit den niedrigsten CO2-Vermeidungskosten überhaupt noch gefördert werden. Und solange es diese Erfolgskontrolle eben nicht gibt und in Anbetracht der gewaltigen Belastung für den Haushalt, ist es einfach nicht mehr zu verantworten, Klimaschutz ins Blaue hinein zu betreiben. Dementsprechend werden wir die Axt an den sogenannten integrierten Klimaschutzplan anlegen. Wir werden zumindest entsprechende Änderungsanträge formulieren. Für die Landesenergieagentur haben wir aber auch eine gute Idee. Sie soll nämlich weniger PR- und Promotion-Agentur für die Energiewende werden, sondern eine Agentur für Erfolgskontrolle.
Denn es geht eben nicht um mehr Klimaschutz um jeden Preis, sondern Erhöhung der Energieeffizienz. Energieeffizienz kann sich lohnen, und das muss sie auch. Denn alles andere ist ein Anschlag auf den uns noch verbliebenen Wohlstand. Sackgasse Nummer 2, Wärmewende und Wohnbaupolitik. Bevor ich konkret zur hessischen Wohnbaupolitik komme, muss ich Sie über ein Desaster auf Bundesebene informieren, nämlich die energetische Sanierung von Gebäuden. Eigentlich sollte das doch ein ganz vernünftiges Anliegen sein, meine Damen und Herren. Durch bauliche Maßnahmen wird der Energieverbrauch reduziert, und durch die niedrigeren Energiekosten werden diese Investitionen amortisiert. Es gibt nur ein kleines Problem. Das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Am 17. Dezember dieses Jahres, schönen Gruß an die FDP-Fraktion nach Berlin, wurde nämlich dort eine entsprechende Anfrage beantwortet. In der ist zu entnehmen, dass zwischen 2010 und 2018 497 Milliarden Euro in Deutschland in energetische Gebäudesanierung geflossen sind. 342 davon in Wohngebäude, 155 in Nichtwohngebäude. Auf den ersten Blick sieht das sogar gut aus, denn das hat zu Energieeinsparungen und damit auch CO2-Emissionsreduktionen von ca. 20% geführt. Wow, klingt gut, oder? Aber wenn Sie diese CO2-Emissionen um Temperaturunterschiede bereinigen, dann bleiben sage und schreibe klägliche 3% weniger Energieverbrauch übrig. Meine Damen und Herren, 500 Milliarden Euro für 3% Energieeinsparung, das ist niederschmetternde Wohlstandsvernichtung. Das Einzige, was noch trauriger als das ist, ist, dass viele Bürger diese sinnlosen Maßnahmen langfristig bezahlen müssen. Sei es, dass sie als Eigentümer diese Investitionen abtragen müssen, oder sei es, dass sie als Mieter über die Modernisierungsanlage dauerhaft mit Mieterhöhungen konfrontiert sind. Wäre es anders, warum haben wir denn dann gerade die Modernisierungsumlage gesenkt? Es gibt weitere viele Maßnahmen der Politik, die die Wohnkosten ständig nach oben treiben. Genau deswegen muss der Staat immer mehr für die Unterstützung sozial schwacher Mieter aufwenden. Wir halten das für eine eklatante Fehlentwicklung. Wir fordern die konsequente Umkehr weg von der Objekt- hin zur Subjektförderung. Und in diesem Sinne werden wir auch unsere Änderungsvorschläge formulieren. Kommen wir zur dritten Sackgasse der Verkehrswende. Ich möchte jetzt gar nicht über Lastenfahrräder und Fahrradwege diskutieren, weil diese Diskussion geht Lichtjahre weit an den Bedürfnissen der Bürger vorbei. Es ist hoffentlich die vielbesungene normative Kraft des Faktischen, die dieser zeitgeistinduzierten Verirrung den Stecker ziehen wird. Aber ein weiteres großes Thema ist natürlich die Elektromobilität. Und dazu müssen wir sehr wohl Stellung nehmen. Um es klar zu sagen, Elektromobilität ist nicht per se eine solche zeitgeistige Verirrung. Es gibt absolut plausible Einsatzszenarien für E-Mobilität. Das stellt niemand in Frage. Aber wir stellen in Frage, warum es zu immensen Kosten ausgerechnet der Steuerzahler sein muss, der Kaufprämien, Zuschüsse und Ladepunkte für E-Mobile subventionieren muss. Das ist nur politisch gewollt. Das muss überhaupt nicht sein. Und die Nutznießer des Ganzen sind dann ausgerechnet noch die Besserverdienenden. Denn nur bei ihnen stellt sich überhaupt die Frage, ob sie einen neuen, effizienten und vor allen Dingen sauberen Verbrenner haben wollen oder ein Elektromobil. Die Normal- und Geringverdiener haben von diesen ganzen Kaufprämien überhaupt gar nichts. Und das bedeutet auch, dass der Beitrag zur Flottenerneuerung praktisch null ist. Im Gegenteil, neu und mittelbar auch Gebrauchtfahrzeuge werden durch diese übermäßige Grenzwertsetzung massiv verteuert. Und diese politisch erzwungene Verteuerung der individuellen Mobilität ist nicht nur umweltpolitisch kontraproduktiv, störe ich, Herr Banzer? Sie ist nicht nur kontraproduktiv, sondern sie ist auch unsozial. So, und dementsprechend, das Thema Wasserstoff hatten wir ja schon. Power-to-X-Anlage. Nein, lieber Herr Minister Al-Wazir, das sehen wir nicht, dass das eine Landesaufgabe ist. Wenn die sinnvoll ist, dann bewerben Sie sich doch bitte um den Megatopf von 9 Milliarden beim Bund. Aber Landesmittel, originäre Landesmittel haben in einem solchen Projekt aus unserer Sicht nichts verloren.
weise auf die Redezeit hin, Herr Lichert. Danke sehr, Herr Präsident. Ich komme zum Schluss. Wir kürzen aber nicht mit dem Rasenmäher. Im Gegenteil, wir werden auch Vorschläge unterbreiten, wo wir konsequent auch die Mittelausgabe erhöhen, wo es dem Bürger dient, wo es die Infrastruktur verbessert und damit die Produktivität hebt. Aber um schon nur mal einen kleinen Ausblick zu geben, weil uns ja vorhin Populismus vorgeworfen wurde, wir wollen sparen und trotzdem mehr Geld ausgeben, das geht ja gar nicht. Wir haben schon allein deutlich über 50 Millionen Einsparvolumen im Haushaltsplan 07 festgestellt. Und die brauchen wir auch, um die notwendigen Mehrkosten zu tragen und vor allen Dingen die Schuldentilgung, um das Ganze hier wieder aufzuräumen. Dankeschön.